Clanführer Stefan Sons Brief, 9. April 1949, Bank Erta, Freund Frank, ich verstehe, dass du mit vielen politischen Grundsätzen der Germania nicht einverstanden bist. Ja, sie sind Sozialisten, das steht fest, aber sie glauben daran, die Weisen vor moralischem Verfall und abweichlerischen Gedanken gut zu schützen. Und schließlich haben sie den Krieg gewonnen. Es ist an der Zeit, dir zu überlegen, auf welcher Seite du stehst. Sie sind jetzt an den Clan herangetreten, damit wir als Vermittler zwischen ihnen und den Amerikanern fungieren und in diesen schwierigen Zeiten für Stabilität sorgen. Ich glaube, dass wir ihnen zusammenarbeiten müssen, sonst könnte uns etwas weitaus Schlimmeres bevorstehen. Und um ehrlich zu sein, stellt dieses nicht nur auch ein Mittel zum Zweck dar. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir langfristig die gleichen Ziele verfolgen. Wir möchten sicherstellen, dass den erweisten Amerikanern eine erfolgreiche, niemals entgehende Zukunft bevorsteht. Sie haben mir erklärt, dass die Staatskirche, das Überbleibsel der katholischen Kirche, die einzig akzeptierte Religion in Germanien darstellt. Da wir alle an den gleichen Gott glauben, denke ich, dass unsere Lebensweise doch die gleiche bleiben wird, auch wenn wir unser Gottesdienst etwas anpassen müssen. Vielleicht wird sie sogar noch besser. Ich bitte dich deshalb erneut, die Haltung des Ortsverbandes New Orleans zu dieser Angelegenheit zu überdenken, denn letztendlich läuft es auf zwei Dinge heraus: Kooperation oder Untergang. Dein Freund und Oh. Los, mein Sohn, nimm meine Hand. Sind Sie Priester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blaskowitz. Blaskowitz? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an den sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie den Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria! Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich sehe mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy. Denn
Entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Hortons Special. Hör zu, Terror Baby. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihrer Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommt zu spät zur Party. Hätten Sie mal Ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schippenhorten, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse. Wie haben Sie den gezähmt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat ihn durchgeführt. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig! Ganz ruhig! Ja, so entschuldigen Sie. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß!
Der Panzer lässt sich mit einer regulären Steuerungskonfiguration bewegen. Drücke RT, um den Vollarmwerfer abzufeuern. Drücke B, um den Panzer zu...
warst ein guter Freund, aber du bist viel zu groß geworden. JJ. Anja! Kommen, Anja! Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... gut. Ich versuche, Wyatt zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Pass auf dich auf. Das wird schon. Anja, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken.
Lakeview Apartmentgebäude. So viele. Und es werden immer mehr. Es sind zu viele. Es hört nie auf, oder, Captain? Unglaublich, Mann. Wyatt, Ende. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartmentgebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Boss, bitte komm. Wo ist unser Boot? Ich seh's nicht. Wir sind hier wie auf dem Präsentierteller. Wyatt, verstanden. Tut mir leid. Werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Gute Nacht, ohne mein Team, nie ohne mein Team, Hamburg, Berlin, Westfalen. Ja, Baby, woo! Great, sie sind eine gottverdammte Heldin! Ich wusste, sie schaffen das! Wyatt, Anya, helfen Sie allen an Bord zu... Komm. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Schaffen Sie einen Ausschub aus dem Lakeview-Apartmentgebäude. Schnell, ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Das Video online, dann kann aber nichts schreiben. Gossi ist blöd im Kopf. Markus auf Branch.
Blaskovic, alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Wie wär's mit der Atomkanone? Wovon reden Sie da, Wyatt? Die Schockwelle der Atombombe schiebt uns vielleicht raus. Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Das ist so einfach, Mann. Ich hab mir das alles überlegt. Ach ja? Nachdem sie den Generalstab in Roswell in den Orkus gebombt hatten, bekam das Regime Angst. Sie nahmen all ihre hohen Tiere, alle streng geheimen Militärgeheimnisse und stationierten den Generalstab auf der Venus. Venus, der planetare Körper, Venus im All, verdammt, ist kalt da oben. Und sie brauchen radioaktive Handschuhe. Was? Handschuhe? Okay, wir werden dort einfach hinfliegen. Laden alle ein und fliegen los. Sicher? Wir benutzen einfach unsere Hubschrauber, aber wir fliegen nicht so hoch, sondern wir fliegen einfach immer weiter nach oben, direkt ins All, mit unseren Gedanken. Verstehen Sie? Dann setzen wir sie auf der Venus ab. Sie brechen dann in den Generalstab ein und stehlen diese Odin-Geheimnisse von ihren Computern. Also, einen Plan habe ich auch. Wyatt, darf ich mal? Klar, natürlich. In zwei Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blaskovic im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimat... Anja, was denken Sie? William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blaskovic vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief.
Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hadde Linde, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Das war Tales of Jabby's Leben. Willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten.